Gerade ist eine etwas ruhigere Zeit im Jahr und was gibt es da Besseres, als sich selbst etwas Gutes zu tun? Wir zeigen heute anhand eines Winter-Smoothie-Rezepts, wie Rührtechnik funktioniert. Wir haben hier einen schönen Behälter und brauchen als erste Zutaten etwas Sedimente, die sich am Boden ablagern. In unserem Fall 2 Prisen Vanille, 2 Prisen Zimt und 2 Teelöffel Lebkuchengewürz. Als nächstes geben wir unser Substrat hinzu, 600 ml beste Allgäuer Milch. Als letzte Zutat für unseren Summa Winter Smoothie geben wir für die Schwimmschicht 2 Esslöffel Leinsamen hinzu. Wie man jetzt gut erkennen kann, haben wir in unserem Winter Smoothie eine Schwimm- und eine Sinkschicht. Aber für den guten Geschmack brauchen wir eine perfekte Durchmischung und Homogenisierung. In diesem Fall brauchen wir einen Summa-Stabmixer. Wir setzen dafür den Mixer im richtigen Winkel an, um den Behälter perfekt aufzurühren. Der Summa-Smoothie ist fertig und wird nur noch in Gläser umgefüllt. Wir kommen zum besten Teil. Jetzt darf man den Summa-Smoothie genießen. Wir von Summa wünschen eine erholsame und ruhige Zeit gegen Ende des Jahres, die man sich etwas versüßen kann. Wir wünschen viel Spaß beim Nachmachen.